Hallo und herzlich willkommen zum ersten, naja, man kann es schon halbwegs Klassiker der Saison nennen. Heute geht's von Gent nach Gent über fast 200 Kilometer. Viel Kopfsteinpflaster wartet auf die Fahrer und wir fahren das Rennen Omloop Het Nieuwsblad. Das hier ist das Profil der heutigen Etappe. Ein paar Wellen warten und alle grauen Stellen, die ihr hier seht, das sind die Kopfsteinpflasterabschnitte, von denen es heute also einige geben wird. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie das Rennen verlaufen wird, wer es wohl gewinnen wird und haben unsererseits folgende Mannschaft am Start. Guillaume Bovin, der kanadische Sprinter, ist mit dabei, genauso wie Lukas Spengler, unser ja, wohl bester auf diesem Terrain. Dann Yannick Meyer, Suojin Liu, Haritz Orbe, Jan Sokol und Dalibor Kuljic. Während es vorne also schon die ersten Attacken gibt, Kai Mejan ist mit dabei. Und auch Diego Rosa, jetzt Asselmann mit der nächsten Attacke. Und ich frage mich gerade, wann sich unsere Leute mal nach vorne platzieren. Eigentlich hatte ich gedacht, dass man mal mit Haritz Orbe ja auch in die Spitzengruppe gehen könnte. Aber dafür müsste er jetzt mal so langsam vorne ankommen. Das wäre ja wunderbar. So, jetzt tut das. Haritz Orbe und dann kommt eben gleich die Attacke des Spaniers. Also, er versucht jetzt hier davon zu kommen, aber das Feld hat irgendwie keinen Bock darauf, ihn fahren zu lassen. Deshalb lässt er kurz die Beine wieder hängen, ehe er erneut angreift. Aber Fantôme von Quickstep, nee, Sierry war das jetzt. Ist ihm da direkt am Hinterrad. So, mal schauen, ob er vielleicht zusammen mit Asselmann davon kommt. Nö. Einfach nö. Das wird wohl nix. Ja, gut, alles klar. Ich verstehe schon, ihr wollt mich wieder mobben. Keiner von mir darf in die Ausreißergruppe. Alles klar. Wo sind unsere Jungs? Die fahren relativ weit vorne, aber es ist ein Kopfsteinpflaster-Klassiker. Von daher darf man ruhig noch ein bisschen weiter vor. Hätte ich gar nichts dagegen. Und so wie es aussieht, wollte da einer von Katjuscha gerade angreifen. Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen, mit Haritz Orbe. Und zwar jetzt. Ja, also Antritt hat er ja, das muss man ihm ja lassen. Und jetzt kommt er auch so halbwegs davon, der Spanier. Aber jetzt versuchen es auch noch einige andere. Mein lieber Mann, was haben wir denn hier losgetreten? Ja, aber sie lassen es wieder gut sein. Und so kann Orbe wenigstens so ein bisschen davonkommen. Jetzt gibt es die nächsten Attacken. Aber Orbe versucht seinen Vorsprung so langsam aber sicher zu vergrößern, bevor ihn das Feld wieder einholt. Gar nicht so leicht, wenn es hier ständig neue Angriffe gibt. Ich hoffe, dass sich im Feld die Situation jetzt mal ein bisschen beruhigt. Dann könnte es Orbe schaffen. Und aktuell sieht das sogar so aus. Also, Haritz Orbe verfolgt gerade Asselmann. Vorne an der Spitze sind Grifko, Degent, Würz, Kai Mejan und Rosa zusammen mit Bewley. Fahren sie also vorne. Im Feld hat sich das Tempo jetzt tatsächlich etwas beruhigt, sodass wir mal einen Blick werfen können auf die Fahrer, die hier so teilnehmen. Und was soll ich sagen? Wirklich starkes Teilnehmerfeld bei diesem Omloop Het Nieuwsblad. Niki Terpstra ist dabei, Greg van Avermaet, Peter Sagan, Van Marke. Also wirklich alles, was Rang und Name hat. Und Haritz Orbe hat jetzt auch mal wieder zu Asselmann aufgeschlossen. Beide sind aber hier schon ganz schön platt. 50 Sekunden fehlt ihnen auf die sechsköpfige Spitzengruppe. Tja, ob wir die einholen, ist halt so eine Sache. Der Abstand ist alles andere als perfekt. Und somit dürfen wir den jetzt hinterherjagen. Und ich hoffe, das schaffen wir, bevor die Strecke anfängt, anstrengend zu werden. Was sie schon bald tut. 28 Sekündchen noch. Aber Orbe, der fährt hier schon richtig auf dem Zahnfleisch. Und kommen sie in die Gruppe rein. Komm, 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 komm. Viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr. Und sie sind drin. Wahnsinn. Super Leistung von Asselmann und Orbe. Und ich würde sagen, jetzt wird sich erstmal ausgeruht. Jetzt wird hier erstmal gar nichts mehr gemacht. Yannick Meyer kann mal Getränke hinten holen. Asselmann führt sogar mit, ich glaube, sagt.
Also Hals Orbe wird jetzt hier gar nichts machen. Ich hoffe auch, die Gruppe ist so clever, also die KI ist so schlau zu verstehen, dass Hals Orbe jetzt erstmal platt ist von dieser Verfolgungsjagd, genauso wie eigentlich auch Asselmann. Und jetzt erstmal ein bisschen pausieren muss. Ich meine, Orbe ist ja auch nicht der allerstärkste Fahrer. Schlecht ist er nicht, aber da gibt es weiß Gott bessere. Und von daher ist das, denke ich, auch mal okay. Bislang zickt noch keiner. Aber ich glaube, so langsam geht das hier los. 2 Minuten Vorsprung noch für die Gruppe. Das ist nicht sehr viel. So, Orbe, kannst du mal kurz eine Flasche holen. Und hinten im Feld, da ist das Tempo relativ hoch. Wie es aussieht. Oh, geht. Aber ein bisschen höher als in der Fluchtgruppe ist es dann doch. Orbe führt konsequent nicht mit. Jetzt kommt gleich das erste Kopfsteinpflasterstück. Da wird es natürlich mit Spannung reingehen. Denn es ist natürlich für viele, genauso wie für uns, das erste Kopfsteinpflaster der Saison. Und da vorne beginnt es. Hier sollte es keine Probleme geben in der Gruppe. Aber hinten im Feld, da gibt es jetzt schon Probleme, nämlich einen Sturz. Peter Wening ist unter anderem betroffen, auch Phil Bauhaus. Und das ist natürlich alles andere als super. Unsere Mannschaft kommt gut rein ins erste Pavé-Stück. Und Haritz Orbe kann dem Tempo nicht mehr folgen vorne. Boah, schaut euch mal die Balken bei Sokol und Meier an. Eieieiei. Das kann heute lustig werden. Carretero muss aufgeben von Movistar. Oder Movistar, wie es ja heißt. Oder wie es zumindest viele nennen. Wir schauen mal, dass wir uns jetzt ein bisschen nach vorne orientieren. Und Haritz Orbe, der ist so ass von platt. Konnte im Tempo nicht folgen bei diesem ersten Kopfsteinpflasterabschnitt. Wird wohl dementsprechend bald eingeholt werden vom Hauptfeld. So, Kulic und Co. sind schon mal ein bisschen weiter vorne. Lukas Spengler, der ist hier noch ordentlich drauf. Dem hat das erste Pavé nicht so viel ausgemacht. Anders sieht es aus bei Yannick Meyer und bei Jan Sokol. Die waren hier schon ziemlich am Anschlag. So, jetzt Orbe ist jetzt wieder zurück im Feld. Und wird jetzt Helferdienste erledigen. 7 Fahrer sind an der Spitze. Orbe ist keiner mehr davon. Aber unser Team ist jetzt wieder gut beieinander. Haben sich gefunden und ich weiß noch nicht, wer der Kapitän für heute sein wird. Entweder es wird Bovin oder Liu oder Spengler. Das sind die Namen, die hier zur Auswahl stehen. Kulic, ja, der ist noch nicht so ganz in Form. Von daher wird er heute kein Kapitän sein. Und jetzt versucht Johan Le Bon zusammen mit Velez, Pedersen und Van Kersbulk anzugreifen. Also es sind schon gute Fahrer. Wir sehen die Werte. Die können schon was. Gerade auch auf Kopfsteinpflaster. Also das ist keine Gruppe von Hoffnungslosen, die hier angreift. Sondern tatsächlich eine ziemlich gute. Bert De Backer versucht es jetzt noch von Vital Concept. Und das hier ist Christian Knees von der Sky-Mannschaft. Auch Kuznetsov schickt, wird rausgeschickt von Katjuscha. Unser Team schaut sich das Ganze in aller Ruhe an. Frühe Angriffe. Nicht ungewöhnlich für diese Rennen. Kuznetsov und Knees werden eingeholt. De Backer und die anderen 4 sind vorne. Unter anderem Guillaume van Kersbulk. Also mutige Attacke, 100 Kilometer vor dem Ziel. Simon Chavanel greift an. Wo haben wir den? Hier. Dahinter Gregory Rast, der Schweizer. Nelson Oliveira und auch an Bernhard Eisel versuchen es. Eisel hat übrigens keinen Vertrag fürs nächste Jahr, wird seine Karriere allerdings beenden. Von daher können wir ihn nicht ins Team holen. Wäre eigentlich ein cooler Fahrer gewesen, erfahrener Österreicher. Der ja auch durchaus Qualitäten in der Ebene hat.
Gerade halt als Helfer, ne? Ist ja klar. Aber er wird seine Laufbahn, wie gesagt, beenden. Das nächste Pavé kommt so langsam. Noch 7 Kilometer bis dorthin. Und sofort wird das Feld nervöser. Und man sieht auch, wie sofort, das ist sehr realistisch gemacht, wie sofort diese, ja, diese Positionskämpfe hier beginnen im Feld. Wahnsinn. Auf einmal bist du ganz, ganz weit hinten. Alles ist eng gedrängt. Jeder versucht möglichst weit vorne reinzukommen in diese Pflastersteinabschnitte, weil die halt auch immer eng sind. Weil es dort halt auch immer gefährlich ist, was Stürze angeht. Gerade hat es geregnet. Das könnte natürlich noch gefährlich werden. Und dieser Abschnitt ist jetzt insofern interessant, weil danach ein paar Hügel mit Kopfsteinpflaster kommen. Also nicht unwichtig, obwohl es noch weit bis zum Ziel ist. Sylvain Chavanel wird wieder eingeholt, der Direktenergiemann. Also seine Attacke kam ein bisschen zu früh. Die Ausreißergruppe vorne hat dafür Zuwachs bekommen. Also Guillaume van Kersburg, Le Bon und Co. sind jetzt in der Spitzengruppe und die haben 2 Minuten 20 Vorsprung. Jetzt geht's zum zweiten Mal auf diesen Kopfsteinpflasterabschnitt. Das ist derselbe, den wir schon vorhin gefahren sind. Und alle kommen hier bislang gut rüber. Auch wenn unser Team jetzt hier so ein bisschen zurückfällt. Das darf man sich eigentlich nicht erlauben bei solchen Abschnitten. Spengler kommt super rüber. Auch Meier überlebt, sagen wir es mal so. Und hier gehen die ersten Lücken auf. Und deshalb muss man eben immer aufpassen bei diesen Kopfsteinpflasterabschnitten. Immer schön weit vorne sein. Das ist das Wichtigste. Und hier, da wird es ja gleich erst richtig hart. Jetzt kommen diese zwei Hügel mit Kopfsteinpflaster und danach kommen 1, 2, 3, 4, 5 Abschnitte. Und kurz vorm Ziel noch ein kleiner. Also kein einfaches Rennen heute für die Fahrer. So viel kann man sagen. Kruisberg ist das nächste, was ansteht. Und hier vorne haben wir die Gruppe. Calmejean vorn, dahinter Rosa. Und eben mit dabei Pedersen, Oliveira, auch Eisel, De Backer und Le Bon von Kersburg und die ganzen anderen. Eine Riesengruppe. 2 Minuten 11 ist der Vorsprung groß. Wenn die harmonieren, haben sie durchaus eine Chance auf den Sieg heute. Keine allzu große, aber eine Chance. Als Orbe jetzt wieder vorne, hat die Flaschen an die Männer gebracht. Sehr gut. Und gleich geht es zum ersten Mal also auf den Kruisberg. Abstand der Ausreißer zum ersten Mal unter 2 Minuten. Zumindest für den Moment. Eine Minute noch, 1 Kilometer noch, meine ich. Und dann geht es gleich rein. Wahrscheinlich erstmal für die Ausreißer und dann fürs Feld. Ich schätze, man biegt jetzt hier ab. Nein. Dann da vorne wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. Ja, so sieht's aus. Und ich würde sagen, damit wir hier nicht zu viel Kraft verbrauchen, machen wir es mal so, dass wir hier auf eigene Einsatzbalken fahren. So, das sieht doch ganz okay aus. Jetzt wird das Tempo erhöht. Aber alle kommen hier ganz gut mit drüber. Dann geht's bergab. Und als nächstes also der Anstieg mit Kopfsteinpflaster. Spengler hat jetzt doch ein paar Meter verloren, genauso wie Bourbon. Aber sie sind vorn dabei und das ist das Wichtigste. Sie sind bei den ganz großen Namen, bei Sagan, bei Nasen, bei Van Aert und Co. Der Teinenberg kommt dann als nächstes. Jetzt erstmal Don Derry. Der Venise hat einen Defekt. Alter. Wieder fallen hier unsere Fahrer ganz schön zurück. Yannick Meyer, der hat jetzt richtig Probleme, am Hinterrad von Spengler zu bleiben. Und die Jungs, die fallen mir zu sehr zurück. Das geht jetzt noch gut, aber wie lange noch? Das ist die Frage. Wie lange soll das noch gut gehen? Orbe ist noch mit dabei. Der kann jetzt mal Spengler beschützen, denn Yannick Meyer, der wird das nicht mehr lange schaffen. Sokol auch zurückgefallen, noch nicht, aber auch er sieht hier alles andere als frisch aus. So. Dann schauen wir mal, dass wir die hier einigermaßen flott
über diesen Anstieg rüberbringen. Die Gruppe wird fast geschluckt. Die haben jetzt nicht mehr viel Vorsprung. Da steht zwar noch eine Minute, aber es sieht zumindest nicht mehr nach so viel aus. So, Spengler und Co., die schaffen es hier rüber. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, Meier, der schafft hier gar nichts mehr. Und Suhojin, auch der sieht noch ordentlich aus. Aber ist ein bisschen zu weit zurück. Und das hier ist schon gefährlich. Da gehen die Lücken auf. Da gehen die Lücken auf. Und da musst du jetzt aufpassen. Suhojin ist schon eine Gruppe zurück. Stein de Volder und Vermoth machen das Tempo. Also kann gut sein, dass er hier nochmal reinkommt. Aber falls das so ist, dann hat er Glück gehabt. Und da vorne... Oh, oh, da vorne geht eine richtig große Gruppe weg. Ich hoffe, das rollt nochmal zusammen. Ja, sieht so aus. Aber Kulic und Spengler und auch Dali... Ach hier, Bovin müssen vorne dabei bleiben. Da gibt es jetzt einfach kein Vertun. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es noch so hart ist. Wo ist Suhojin? Hier. Kulic fällt zurück. Orbe ist gestürzt. Ja, das ist jetzt... So hart es klingt, das ist uns jetzt ziemlich egal. Denn hier läuft ein ganz anderes Rennen. Wir sind vorn dabei, wir müssen die Position halten. Wo ist Liu? Hier. Der kann es auch noch schaffen, da vorne rein. Stark genug ist er, der Chinese. Versucht jetzt der Gruppe, um Stein de Volder wegzukommen. Um da die Lücke wieder im Alleingang zu schließen. Puh, schwierig auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das schwierig, was er da versucht. Aber auch nicht unmöglich für so einen talentierten Fahrer wie ihn. Er ist drin. Er ist drin. Krass. Suhojin Liu hat es geschafft, der Rest der Gruppe noch nicht. So, wo sind wir jetzt? Kurz vorm nächsten Pflasterabschnitt. Und wir müssen jetzt weiter nach vorne. Es hilft dir alles nichts. Es ist anstrengend, ich weiß, aber es muss sein. Es muss halt einfach sein. Also, wir versuchen jetzt hier irgendwie die Fahne nach vorne zu bringen. Bonvin, der sieht noch sehr gut aus. Ja, aber das bringt nichts, sobald ich hier denen sage, die sollen nicht mehr nach Einsatzbalken fahren, dann nehmen die sofort die Beine hoch. Also das bringt absolut nichts. Wir müssen die ganze Zeit auf Einsatzbalken fahren am besten. Nur so bleiben wir vorn. Nur so funktioniert's. Nächstes Kopfsteinpflasterstück. Nächstes Kopfsteinpflasterstück. Spengler ist ganz gut mit dabei. Sagan jetzt vorne. Wo ist Bonvin? Der ist auch noch mit dabei. Liu scheint jetzt Probleme zu kriegen. Spengler und Bovin sind noch dabei. Das ist so hart jetzt. Und jetzt kommen nochmal vier Abschnitte. Einer davon ist sogar ein Hügel. Also das ist hier ein richtig hartes Rennen. Komm, ich entscheide mich mal. Spengler ist heute der Co-Kapitän. Bovin ist der Topfahrer, denn er ist hier der bessere Sprinter. Und ich gehe einfach davon aus, dass er am Ende zum Sprint kommen wird. Liu, auch noch mit dabei. Oder soll ich doch auf beide setzen? Ich bin so unentschlossen. Wer weiß schon, was richtig ist, ne? Komm, wir setzen auf beide. Spengler und Bovin, beide jetzt nach eigenem Tempo. Es ist so schwierig. Spengler jetzt ein bisschen weiter vorne. Bovin wird aufgehalten. Also darauf muss man auch so krass achten. Ständig fährt einem einer vor der Nase rum. Und jetzt haben wir hier richtig viele Fahrer, die vorne rumtouren. Und ich habe keine Ahnung, wo vorne und hinten ist. Meine Güte. Schwieriges Rennen, auf jeden Fall. Suhojin Liu
Er kann es jetzt lassen eigentlich. Bovin, auch mit Schwierigkeiten. Doch Spengler ist so langsam aus sich am Ende seines Dateins. Vorne geht eine Gruppe weg. Ganz vorne haben wir immer noch die Ausreißer. Die haben sich bis jetzt gehalten. Dahinter die Gruppe mit Sagan, Van Aert und Boassenhagen. Und dann kommt eine weitere Gruppe, wo auch Spengler drin ist. Aber die sehen alles andere als gut aus. Sowohl Bovin als auch Lukas Spengler sind jetzt hier richtig an ihrem Leistungsmaximum. Ich hoffe, er bleibt wenigstens in dieser Gruppe hier noch drin. Wenigstens für den Moment. 30 Kilometer vom Ziel. Sieht das nicht mehr gut aus. Bovin wird abgehängt. Und Lukas Spengler scheint der Nächste zu sein. In einem unfassbar schnellen Rennen geht ihm jetzt der Motor aus. Das war's. Lukas Spengler wird abgehängt. Auch Bovin und die anderen. Fahrt alle mal automatisch. Das war's für uns in diesem Rennen, glaube ich. Spengler jetzt zusammen mit Oscar Gatto. Ja, schade. Da fehlt halt einfach noch ein bisschen was. Aber er ist auch immerhin noch nicht in der Bestform. Jetzt gibt es die nächsten Attacken und wir können uns das Rennen anschauen. Le Bon, Pedersen, Valleys, Van Kersburg, Oliveira und De Backer sind vorne. Dahinter die Gruppe mit Gilbert und Terpstra. Van Avermaet, Sagan, Van Marke, Boassenhagen, Stuyven, Trentin, Van Aert und Christoph. Alle vorn dabei. Dann die Gruppe mit Rölands und Markus Burkhardt. Oliver Nasen noch dahinter. Natürlich trotzdem der bange Blick. Wo ist denn Lukas Spengler? Und der findet sich hier wieder mit Gatto und Feline. Keine schlechten Begleiter. Aber heute sind auch sie zu schwach. Van Kersburg, Terpstra, Van Marke und Stuyven. Die greifen jetzt an. Und das sind Attacken, die sind wichtig. Van Kersburg versucht nochmal ranzukommen. Schafft das wohl auch. Naja, wird eng. Das ist eine Attacke. Hier könnte der Sieger raus entspringen. Von diesen drei. Einer könnte es schaffen. Aber dahinter Van Avermaet, Sagan und Co. versucht natürlich die Lücke zu schließen. Und das ist jetzt so hart. Das ist jetzt auch für die Besten einfach nur hart. Natürlich noch einmal der Blick. Hier also diese Gruppe. Dann Nasen und Pedersen. Oliveira, Le Bon. Dann kommt die Gruppe mit Lampard und Co. So, wo haben wir den nächsten? Boah, da ist schon eine große Lücke. Dann kommen Eisel, Debi, Modolo. Calmejan, De Volder, Gaviria, Knees, Devenis. Wo ist Spengler? Hier ist er mit drin. Bei Van Poppel, Chavanel und Bovin ist eine Gruppe dahinter. Also, immer noch die drei Mann an der Spitze. Sepp van Marke, Jasper Stuyven und Niki Terpstra. Dahinter die Gruppe um Sagan, um Boassenhagen und auch um Wout van Aert. Von Direkt Energie sehen wir hier auch keinen mehr mit dabei. Wo ist der erste Direkt Energiefahrer? Den dreckigen Trikot ist natürlich schwierig, nur zu erahnen. Hier haben wir ihn, Alexandre Pichot. Ja, auch schon abgeschlagen, das kann man wohl so sagen. Immerhin noch relativ nah am Renngeschehen dabei. Relativ. Die Dreiergruppe ist immer noch vorne hier in der Gruppe mit den Favoriten oder mit den restlichen Favoriten. Scheint keiner so richtig das Tempo machen zu wollen. Es geht auf die letzten 7 Kilometer. Greg Van Avermaet geht nochmal nach vorne. Und natürlich ist jetzt auch ein Problem, dass man so Leute dabei hat wie Sagan, der jetzt seinerseits versucht, Tempo zu machen. Und auch wie Boassenhagen und auch wie Alex Christoph natürlich. Exzellente Sprinter. Matteo Trentin dürfen wir nicht vergessen. Mit denen möchte natürlich keiner kooperieren. Aber da müssen sie untereinander kooperieren. So scheinen die Ausreißer hier leichtes Spiel zu haben. Und es ist jetzt nur noch die Frage, wer den Sprint gewinnt. Stuyven, Van Marke oder Terpstra, der beste Sprinter vom Papier her, das müsste Jasper Stuyven sein. Und hinten geht jetzt Sagan. Peter Sagan greift an. Alex Christoph versucht mitzugehen. Und das könnte jetzt nochmal alles kippen, denn die da vorne, die sind schon so leicht im Taktiermodus. Und so kommt Peter Sagan nochmal ran.
Letzter Kilometer, Jasper Stuyven öffnet den Sprint und Sagan kann da nichts mehr dazu sagen. Stuyven holt sich Omloop, Het Nieuwsblad vor Van Marke und Terpstra, Sagan auf Rang 4, dann Boas Sonhagen, Wout van Aert vor Trentin, so müsste es sein, Gilbert und dann De Backer vor Alexander Kristoff. Tja, also, krasses Rennen dann doch nochmal am Ende, ziemlich spannend gewesen. Spengler kommt ferner liefen an, das muss man so sagen, genauso auch wie Guillaume Bovin. Die waren heute beide an ihrem absoluten Maximum, da ging nichts mehr am Schluss. Spengler wird 57. Bovin kurz dahinter 61. Liu 65. Macht das Hoffnung auf Paris-Roubaix? Nein, definitiv nicht. Und hier sehen wir nochmal den Schlusssprint. Stuyven in Rot. Ja, fast schon Kopf an Kopf mit Van Marke in Pink. Aber der Belgier Jasper Stuyven setzt sich hier ganz klar durch. Und gewinnt vor dem anderen Belgier. Van Marke, Terpstra, wie gesagt, Dritter. Sind wir ja gerade alles schon durchgegangen, die Platzierungen. Also, Sieg für Jasper Stuyven bei Omloop Het Nieuwsblad. Für uns war nichts zu holen, aber das muss man wirklich ganz klar und deutlich so sagen. Überhaupt nichts zu machen für Spengler und Co., die frühzeitig schon am Arsch waren und sich dann auch nicht mehr erholen konnten. Spengler kommt mit einer Gruppe ins Ziel, in der Leute sind wie Oscar Gatto, Sylvain Chavanel und auch Christian Knees, Fabio Felline und Co. Also ist doch irgendwo sehr, sehr stark. Muss man also sagen, ich meine, wir hatten eine große Gruppe hier laut PCM, dann zwei einzelne, noch eine Gruppe. Also von den Gruppen her waren wir relativ weit vorne. In der nächsten Gruppe kam dann Guillaume Bovin rein mit Damien Godin und Ignatas Konovalovas. Und eine Gruppe weiter hinten dann auch Suo Jin Liu. Ja, was soll man sagen? War ganz klar ein sehr, sehr schweres Rennen. Und für unsere Fahrer zu schwer bei der Konkurrenz, muss man einfach so sagen. Tja, was willst du machen? Als nächstes sehen wir uns dann bei der Abu Dhabi Tour zum Zeitfahren. Ich bin gespannt, was wir da reißen können. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.